bin hier, wie man nur unschwer erkennen kann, in einem Sägewerk, aber man hört nichts. Die Säge steht still. Warum ist das so? Sie wurde ausgebaut, sie wird repariert. Und beim Einbau bin ich mit der Kamera dabei. Spannende Bilder von einem alten Sägegatter. Bleibt dran. Selten ist es so ruhig in einem Sägewerk. Warum ist das so? Es fehlt die Säge. Dort, wo die Säge steht, Sägegatter, klafft ein Loch. Da unten sieht man nur noch die Lager. Ja, die Säge, die wurde tatsächlich abgeholt durch ein Loch in der Decke. Also ich bin der Wiede. Ich bin der Chicken. Ich bin der Bonanza-Säger. Ich bin der Putzi. Ich bin der Gestadi. Ich bin tief entspannt. Was ist passiert, Markus? Erzähl mal. Ich erzähle so gar nichts. Später. Glorie später. Lager am Arsch. Dein persönliches oder ja. Gatterlager? Arsch, du, wir machen später. Jetzt müssen wir erst einmal spielen. Gut. Ich gebe dir später ein Interview. Der ist ganz nervös. Ich bin nicht nervös, ich bin aufgeregt. Ich glaube, ich müsste eigentlich einen rauchen. Verstehst du, Bier morgen nicht? Hi, Stadi, grüß dich. Du hast die Säge kaputt gemacht, habe ich gehört. Nein. Einfach zu alt. Wurde jetzt neu gemacht? Diese zwei Zapfer außer. Okay. Die waren ausgeschlagen, oder was? Ja. Okay. Und die Lager sehen ja auch neu aus hier. Das ist aber alt. Ist alt? Das okay. Ist, ja. Schaut aber gut aus. Aha. Wir müssen aber einen Rehmer einfädeln, gell? Ja, da riechen wir noch. Das ist gleich ein neuer Rehmer zu machen. Das machen wir als nächstes. Wisst ihr eigentlich, wie rum der rein muss? Ja. Ist das so ist alles falsch. Hallo Thomas. Stopp mal. Nochmal, Schaltwerk war der Bremer. Ja. Die Bremse war auf der anderen Seite. So schaut es besser aus. Ja, das kann man. Schaut drüber aus. Ja, ein bisschen rein müssen wir noch. Besser, ja. Ja, jetzt passt's. Ganz ruhig bleiben. Das geht. Super Strom auch auf die Dünne. Auf die.
außen. Langsam also ab. Langsam ab. Weiter ab, dann ab. Ich glaube, man muss ein bisschen zu dir nehmen, oder? Gut. Ja, so passt schon. Ja? Ganz gut aus, oder? Jetzt passt es, oder? Ja, so sieht es nicht schlecht aus. Also, ja, hoch. Hoch. Ja, Vollgas geben. Langsam. Gott einhängt. Ja, man ja, muss so aufpassen, dass der am Dachstuhl nicht einhängt. Gell? Dass der Gott nicht am Dachstuhl einhängt. Er ja, kommt schon. Ja, mein, dann haben wir halt eine Cabrio-Säge. Schön sauber gemacht haben sie, gell? Mhm. Ziehen wir gerade zu dir. Passt doch. Jetzt passt er, oder? Warte mal, ist er jetzt verdreht? Ja, ein bisschen verdreht. Ja, drin. Jetzt passt. Haben wir gut verdreht? Nee, jetzt so ist okay. Passt's. Ja, ja, passt schon. So passt's. Hier, komm mal eine Bremse rein, ich kann nochmal. Ist das die richtige? Ja, so irgendwie ist das. Logi, hast du noch Akku? Locker. Locker. Ja. Wenn nichts geht, dann geht's auch, gell? Ja. Geht ja. Geht auch, ja. Geht's weiter? Du willst jetzt die Füße noch schnell machen, oder? Da unten, ja. Also gut. Haben wir noch ein Schmöckelpapier da? Das ist ein Keller. Ja, ein bisschen höher kann man schon. Ein bisschen höher kann man noch. Haben wir ein Schmöckelpapier? Hab ich im Auto. Hat er im Auto? Ja. Hat er sein Rolle, das ist gut. Sieht aus wie der Eiffelturm. Ja, das ist herrlich. Wenn der Eiffelturm wieder läuft, dann bin ich auch happy. Jetzt kannst du hochfahren aufs Dach. Ja, okay, das geht. Geht aus, schaut's gut aus. Schaut gut aus, oder? Ja. Schaut jetzt ganz gut aus. Jetzt kann der Steuer nicht so spannend. Nee, das schaut gut aus, Georg. Ja. Wir haben noch 5 cm. Ja, okay. Leicht. Mit dir geht's, oder? Ja. Jetzt geht's auch im Moment, ja. Wir kommen auch noch vorbei. Du kommst schon bald. Bisschen ja. So, ja. Stopp, stopp, stopp. Ja, genau, wir müssen da hin. Aber da unten nach unten, da muss ich zeigen, auf die Wolke da ein bisschen runter. Bei mir geht's ganz gut, aber jetzt steht dann da am Schwung an. Bei dir drüber geht's auch, ja? Ja. Wir müssen jetzt erst noch ein Stückchen runter, bis wir ja unter deiner Nase sind. Und dann können wir her schwenken. Und nicht, aber nicht tiefer mit den Schrauben. Ah, da, ba. Können wir runterfahren noch? Ja. 3 cm. Hä? 3 cm ab. Lass halb Zentimeter noch ab. Zentimeter ab. Heim. Gut. Stopp. Halt, gut. Stopp. So. Jetzt ich komm runter. Jetzt komm runter, ja. Wir haben da oben das Problem nur mit der Schiene hier. Stellen wir immer noch an der Schiene an? Ja. Wir müssen da, die Schiene müssen wir zusammenziehen. Wir kommen da nicht vorbei. Schau hier. Probieren wir mal den grünen müssen wir zusammenziehen. Hat schon noch was getan jetzt. Viel Spaß. Jetzt kommen wir auf Position, schauen wir mal auf die Löcher da, ja? Ich spiele noch ein bisschen rüber. Wie sieht es aus bei dir? Bei mir muss noch die Schiene muss man hier rüber. Zieh mal, Lukas. Markus, hilf mal drüber ziehen. Ja, wo müssen wir hinziehen? So rüber müssen wir. Wenn wir ein bisschen ablassen, kriegen wir mehr Platz. So schon umziehen. So, was, so rüber drücken, ja? Ja. Jetzt. Ist schon zu weit. Zu weit? Ja. Also ganz ich wäre jetzt schon über dem Loch. Schaut gut aus.
Jetzt, ja, sieht gut aus. Ich bin drin. Bei mir schaut es so gut aus. Kommt. Wir sind drin in der Schraube. Also jetzt kann er schon nichts mehr hinmachen. Ja. Runter. Langsam ab. Schön. Finger raus, ne? Mal langsam. Ab. Aber wenn die draufstehen, dann. Nochmal ab. Nochmal ab. Stopp mal. Müssen wir ab. Ich bin drin, Kenners. Er steht. Ist alles gut, kannst du ablassen. Jetzt bin ich etwas beruhigter. Weiter ab. Er sitzt. Jetzt geht er auf. Dass der Balken bricht. Fahren wir langsam hoch. Wieder ein Sieg, Männer. Ich mache jetzt die Hauptlage ein und lasse es einfach laufen. Und dann sehe ich den Abdruck, wie sie gelaufen ist. Und mein Ziel ist, dass die Welle möglichst vollflächig auf der Fläche aufliegt. Ah ja, okay. Und wenn sie vollflächig aufliegt, dann fängt die Welle mit dem Öl an zu schwimmen. Ja, und dann hätte ich praktisch die Welle und das Metall hat keinen Kontakt, weil der Ölfilm dazwischen ist. Okay. Und das ist das Ziel. Okay. Ja. Und das funktioniert ganz gut. Ah, super. Ja. Über Jahre und Jahrzehnte weg. Okay. Funktioniert die Lage ganz gut. Das sind jetzt die Lagerschalen und die muss jetzt da einschaben. Siehst du, die sind ja da auch so. Siehst du das da? Die sind da aus vorbereitet und er muss jetzt vorbereiten, hat er gesagt. Sind das die Schabeisen? Das sind die Schabeisen, ja. Also ich glaube, mein Mittel ist genauso kacke wie deins. Wenn der da oben flackt, da kommt ein bisschen hin. 20 Meter. Männer, wie schaut's aus? Servus. Hey, Herr Bigotti. Servus. Da, wo es dunkel ist, das hat die Welle Kontakt gehabt mit dem Material. Also mein Ziel ist, dass einfach die Welle komplett vollflächig aufliegt. Ich mache jetzt die dunkle Punkte, mache ich jetzt weg. Aha. Okay? Ui, da geht ja richtig Material weg. Ja, ja. Die Stelzen sind mittlerweile drin, auf den neuen Lagern. Die Stelzen haben wir gestern einbaut. Die sind aber alle frisch gelagert, oben wie unten. Ja. Und dort, wo die Stelzen jetzt drauf sind, da auf dem Zapfen. Diese Zapfen, die wurden ja neu gemacht. Das war, ja, die waren eben ausgeschlagen. Die Seite ist der rausgewandert und war ausgeschlagen. Aha. Das haben die jetzt nachgebaut und wieder frisch einpasst. Warum musste die ganze Maschine dazu raus? Warum konnte man diese Stelzen dann nicht rausdrücken? Der Monteur sagt, wenn das einen Millimeter ausgeschlagen ist, kann er das vor Ort nachbauen und kann das einpassen. Aber wir haben das zu spät gemerkt und das war schon zu weit ausgeschlagen. Das war über 2 mm gefüllt und dann geht das nicht mehr. Und das muss herüben und drüben aufs Hundertstel passen, okay, weil sonst schiebt der immer schief. Aha. Die Mechanik, die man hier vorne dran sieht? Ja? Die Mechanik da, die ist nur für die Schüttelrutsche da, dass das Sägemehl runterfördert, fällt da rein und das Gebläse blast dann praktisch rüber. In das Rohr wieder hier? Verteilt sich hier. Ach so, das bläst's. Das bläst bloß darüber. Boah, ist das nicht ein brutaler Staub hier drin? Das geht eigentlich. Weil es nass ist? Ja, also es staubt nicht arg. Okay. Wenn du viel trockenes Holz hast, dann geht's schon, aber ist nicht schlimm eigentlich. Okay. Da sehe ich ja richtig die Schichten mal, was ihr gesägt habt, oder? Ja. Also das Rötliche wird wahrscheinlich die Lärche sein. Und das andere die Fichte. Das ist Fichte. Ein Archäologe hätte seinen Spaß dran hier, du. Ja, ja. Ja, man sieht auch
Das dunklere da ist ein Rindenholz. Da sind so Rindenanteile drin. Ja. Da kommt ein heller Streifen. Da haben wir ein Holz geschnitten, wo geschält war. Aha. Also sieht man eigentlich schon ganz schön. Sehr schön. Da unten natürlich wieder Lärche. Da kommt Lärche. Dann haben wir da zwischen den Lärchen ein paar Fichtenbäume geschnitten. Ja. Da kommt wieder Lärche. Ja, stark. Ja. Gab es schon mal schlimme Unfälle bei euch in der Säge? Nee. Also nichts Großes. Nee. Gibt es überhaupt noch so viele Gattersägen? Wäre immer weniger. Aha. In den letzten 10 Jahren sind sie enorm geschrumpft. Bloß noch die Hälfte hier. Das heißt, was ist die neue Technik? Zerspaner, Kreissäge, Bandsäge. Müssen die nachgeschärft werden, so Blätter? Die halten einen Tag, halten die. Ja, meistens. Maximal. Wenn du halt richtig schönes Bauholz hast oder was, dann kann es sein, dass du zweimal am Tag Blätter wechselst. Sind da gehärtete Aufsätze drauf? Wir haben zweierlei. Wir haben normale Sägblätter. Ich sehe es, ja. Habt ihr eine Maschine, die macht das automatisch, einmal einspannen und dann läuft die durch? Dann machen wir das scharfe Blatt raus. Und mal kurz drüber schauen, ob das auch passt. Vom Schleifen her schaut aber ganz gut aus. Da haben wir ein paar Stumpfe. Mhm. Was ist das Leben so eines Sägeblattes? Die sind ja original, sind die so breit. Ja. Und das ist jetzt schon eins von den schmäleren. Aha. Aber ich sage mal, da können wir schon noch ein Stück runterschleifen. Also die halten ziemlich lang. Okay. Da haben wir 4-5 Jahre am Blatt. Jetzt müssen wir das da einstellen, dass das von den Zähnen her passt. Festziehen. Da können wir dann die Zeit einstellen oder wie oft, dass das geschliffen werden soll. Ah, der macht mehrere Durchgänge. Der macht mehrere. Der kann bis zu 25 Durchgänge machen. Okay. Und je nachdem, wie man es halt einstellt. Und dann ist eigentlich bloß ein Start. Bombensplitter kommen die vor? Ja. Echt? Vor allem im Aufsprungholz, wenn wir Holz haben, vor Aufsprungholz unten bei den Fuckern. Okay. Das sind also nicht mehr so viel wie früher, wo ich angefangen habe, da waren öfters Bombensplitter. Aha. Ich glaube, wir müssen da drüben sogar einen liegen haben. Das ist ein Bombensplitter. Ha. Und der ist dann im Holz drin und da ist natürlich das Sägeblatt, das dann aushiebt. Ja. Also da ist nichts mehr zum Retten. Habt ihr da reingesägt? Wahrscheinlich ja, schon, ja, ne? Ja. Das sind ein paar kleinere. Okay. Mhm. Aber die sind schon relativ groß eigentlich. Wenn du denkst, was da so alles umeinander liegt. Der hat jetzt 4 cm. Fieses Zeug, ne? Wenn sowas durch die Luft fliegt. Ne? Ja. Boah. Wie lange bist du schon beim Durst? Es wären jetzt 18 Jahre. Boah, okay. Hast du Säger gelernt? Nee, eigentlich bin ich gelernter Bäcker. Ach komm. Aber war dann in Weilheim ein halbes Jahr als Zelt. Da war da gerade, hat der Markus jemanden gesucht und dann habe ich gesagt, ach komm, machen wir das. Du bist ja aus dem Nachbardorf, ne? Das ist ja super. Machst du das gern? Ja, ja. Markus hört nicht zu? Ja, ja. Nee, passt schon. Doch, ist guter Job, ist, oder? Das ist halt schön flexibel da drüben. Ja. Wenn jetzt irgendwas ist, dann kann ich wahrscheinlich ein bisschen später kommen oder höre früher auf. Das ist halt auch nicht überall so selbstverständlich. Ja. Aber es ist ein harter Job. Es geht. Klar muss man hinlangen. Also es ist kein Bürojob, nicht? Also von dem her, aber nee, es geht schon. Wenn man weiß, wie, es gibt für alles, was man macht, irgendeine Hebelwirkung. Genau. Da tut man sich natürlich wesentlich leichter. Okay. Dann ist das ein Kinderspiel. Okay. Fast. Aha. Das
Sägen ist das wichtigste Produkt im Sägewerk. Der Zapfen nicht hundertprozentig stimmen kriege, dass das ganze Kater beim Spackeln anfängt. Okay. Darum haben wir jetzt die Reparatur gehabt. Es muss hundertprozentig gleich laufen. Beide Stellen. Ja. Ja. Wenn das nicht hundertprozentig ist, dann läuft er nicht. Thank you.
nimmst jetzt die einseitig geschnittenen. Genau, und die müssen später dann zu Bretter geschnitten werden. Ich habe jetzt bloß vermutet, dass ich was habe für den Gatterisch. Ach, das machst du jetzt gar nicht? Nee. Die gibst du jetzt nicht gleich nochmal rein? Nee. Okay, die legst du beiseite. Die lege ich auf Zeit, weil ich muss nur mal was vormuten. Auf 16 muss ich was vormuten. Wahnsinn. Brutal. Drei Wochen Säge weg. Ne? Drehst du echt am Rad. Irgendwann müssen wir jetzt dieses Jahr nochmal einen Fisch fangen. Das ist Wahnsinn. Ich hab so schlecht. Ja. Hast du jetzt nochmal was fangen? Nein, ich. Nur null. Das ist jetzt 5,10 Meter Wabe. Ja, das ist alles 5 Meter Stängel. Das ist das, was der Borkenkäfer gefressen hat. Und da muss ich jetzt natürlich schauen, dass ich noch aus ein paar besseren, die wohl nicht blau außen sind, Bretter schneiden, aber bei Brettern ist nicht so schlimm, da kann ich die schlechten dann aussortieren für Palettenware. Okay. Drum schneide ich, ich muss die zusammenschneiden, das hilft nichts. Aber das ist jetzt alles schwach. Ich schaue, dass mein Haufen nicht umfällt, weil der große kommt jetzt dann irgendwann. Total, wenn der kommt, dann rumpelt es auch mal richtig. Aber es ist noch weit genug weg, also ich im Kran werde ganz bleiben. Das sind halt immer so Mikado-Spielversuche. Säge geht wieder. Säge läuft vorerst, jetzt schauen wir mal, jetzt schneiden wir noch eine Stunde oder zwei. Probebetrieb ging auf jeden Fall gut. Ja, war gut. Morgen machst du jetzt nochmal einen richtigen Probebetrieb. Morgen machen wir jetzt nochmal ein bisschen Powernapping, ja. Der Mechaniker ist noch da morgen. Nee, morgen machen wir mal ein bisschen Power, ja. Der Mechaniker ist aber noch da, zur Sicherheit. Der bleibt bis Mittag da und dann schauen wir, wie das hinausgeht. Okay. Und der schaut nochmal die Lager nach und alles. Ja, also bevor der geht erst, wenn er zufrieden ist mit sich und seiner Leistung, vorher nicht. Bist du mit dir auch wieder zufrieden? Ich hoffe, ich komme mit mir wieder ins Reine. Nein, also das Säge läuft, das sieht ja gut aus. Nee, das muss laufen, das passt. Ja. Kriegen wir hin. Super. Flori? Wir sehen uns mal in Kürze, wenn du mir die Säge zeigst. Wollten wir schon lang machen, das machen wir jetzt im Anschluss, wenn du mal eine Stunde für mich Zeit hast, dass wir durchgehen. Anfangs nächster Woche immer gerne oder diese Woche noch, mir ist egal. Gut. Kriegen wir hin, wie du Lust hast. Gut, Markus. Flori? Tschüss. Ciao. Danke dir. Wir sehen uns. War eine geile Aktion. Ja, jetzt hast du mal ein bisschen was Timmen, was kaputt ist. Ja. Passt, oder? Jawohl. Alles klar, ich muss arbeiten. Jawohl, ciao. Ja, so funktioniert es in einem Sägewerk. Da geht's richtig zur Sache. Und wenn mal so ein Sägegatter kaputt ist, dann stand jetzt 3 Wochen still. Da wurde der Markus schon ein bisschen nervös. Jetzt läuft sie wieder und wir gehen in Kürze mal durch die Säge mit dem Markus. Der wird mir genau erklären, wie was funktioniert. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen hier. Wenn ja, ihr wisst, ich freue mich immer sehr über den Daumen rauf. Markus auch. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi, sagt euer Säger Rigotti. Vielen Dank fürs Bike und für deine Zeit. Super. Danke. Vielen Dank für die Zeit. Super. Für die Erklärungen. Ja. Lukas. Ciao. Ciao. Ciao.